So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Heute legen wir mal die ganzen Räume an und verknüpfen die auch dementsprechend. Genau, also wir sind ja beim letzten Mal hier so weit gekommen, dass wir noch die Rooms hier so angelegt haben. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir legen jetzt wieder eine neue Karte an, und zwar eine Rasterkarte. Und in der Rasterkarte haben wir, ich habe immer zwei Spalten, weil es mir sonst zu viel ist, zwei Spalten. Und das suche ich mir jetzt eine Template-Karte. Die Template-Karte, die kann ich hier gerade jetzt ein Logo geben. Ich fange jetzt mit dem Wohnzimmer an, deswegen gebe ich hier jetzt das Logo. Sofa gibt's das. Sofa gibt's. Und dann hier in der Primärinformation, da schaue ich jetzt gleich mal hier in meine Templating und zwar in die Room Cards. Und da möchte ich grundsätzlich erstmal sagen, ich brauche den ersten Code. Das ist im Endeffekt der Code fürs Icon, dass das an oder aus ist. Das heißt, Icon Farbe. So, und da muss ich natürlich schauen. Light, Lichter, Wohnzimmer. Wo, was ist Lichter, Wohnzimmer? Da kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar, ich drücke jetzt hier mal auf Speichern. Wir sehen jetzt hier, das leuchtet. Okay. Was hat es auf sich? Wenn ihr auf Einstellungen, Geräte, Dienste geht und dann bei Helfer, hier könnt ihr Gruppen anlegen. Und habe ich jetzt hier für Lichter eine Gruppe angelegt fürs Wohnzimmer. Das habe ich für jeden Raum gemacht, für wo ich mehrere Lichter im Endeffekt habe. Für die Küche und. Weil wenn ein Licht an ist, dann ist diese Gruppe sozusagen an. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier Helfer, eine Gruppe, kann ich Binärsensorgruppen, dann, was für mich noch interessant ist, sind Lichtgruppen, Schlossgruppen habe ich noch nie gebraucht und Schaltergruppen. In dem Fall wäre es jetzt eine Lichtgruppe, die kann ich jetzt nennen. YouTube Lichter und jetzt kann ich hier meine Entitäten. Da kann ich jetzt sagen, ich will mein Ambiente Licht VPC drin haben. Ich will, was will ich noch drin haben? Mein Wohnzimmer Stehlampe und mein, genau, die zwei Sachen will ich drin haben und sag absenden. Und dadurch erstelle ich mir eine solche Gruppe. Und die füge ich dann schlussendlich hier ein. Und sobald ein Licht der Gruppe aktiviert ist, leuchtet dann auch dieser Button. So, und hier haben wir jetzt gesagt, wir nennen das das Wohnzimmer, also wo wohnen. Und was wollen wir jetzt hier drunter haben? Hier hätte ich jetzt gern meine Temperaturen und so. Kann ich mir jetzt auch hier aus dem Templating Status Card, On-Off Card, und da ist es in der Room Card drin. So, und da mache ich jetzt aus How are you das Templating. Hier füge ich jetzt halt meinen Sensor Wohnzimmer. Und gehen wir mal auf Lumi. Unterstrich Weather, die heißen bei mir so, das weiß ich jetzt durch Zufall. Unterstrich Weather, Unterstrich Temperature. Und das suche ich mir jetzt mal. Den raus, den ich brauche. Und dann hinten. Bei den Sensoren ist es ja immer so, dass der andere nicht Temperature heißt, sondern Humidity. Hier habe ich dann die Humidity. Humidity. Genau. So. Hoppala. Oh. Da ist falsch.
Unknown dürfte jetzt eigentlich nicht dort stehen. Da passt was nicht. So habe ich hier zweimal Sensor, Sensor stehen. Und jetzt haben wir es. Perfekt. Speichern. Genau. Das mache ich jetzt für alle. Mache ich das mal für euch fertig. Was ihr aber wieder deaktivieren sollt. Karten in den Quadraten. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich alle angelegt habe. Und dann machen wir weiter. So, ich habe die jetzt alle mal angelegt. Jetzt müssen wir aber hier noch was machen. Und zwar müssen wir natürlich auch noch, wenn wir da drauf drücken, wollen wir in das in den Tab Wohnen springen. Hier habt ihr vorhin einen URL angelehnt, der heißt Wohnen. Und auf Basis von dem können wir jetzt sagen, wir sind jetzt hier auf der ersten Karte bei Wohnen. Die Tippaktion ist navigieren und wir navigieren zu Wohnen. Ihr bekommt jetzt hier seit dem neuesten Update immer so eine kleine Auswahl und wir machen jetzt hier das Lovelace Wohnen. So, drücke ich jetzt hier auf Speichern und drücke auf Wohnen, komme ich direkt dahin. Genau, dann als nächstes machen wir wieder eine Template Card. Die nennen wir dann, jetzt muss ich selber mal kurz spionieren, wie ich die hier genannt habe. Status, genau. Dann machen wir natürlich auch wieder das hier weg. Status. Speichern. Jetzt sieht es hier ziemlich bescheiden aus. Warum sieht es so bescheiden aus? Weil wir hier das nicht mit angepasst haben. Das war das, was ich euch vorhin gesagt habe. Beim Seitenanlegen muss hier Typ Vertical Layout drin stehen. Und wir haben jetzt hier gar keinen Typ drin stehen. Können wir jetzt hier einfügen. Passt. Genau, dann haben wir schlussendlich jetzt hier noch unsere Status. Da können wir jetzt dann auch wieder auf ein Raster gehen. Und da ich hier jetzt nur Symbole anzeige, sieht man jetzt hier, mache ich hier vier Stück. Und sage Speichern. Natürlich hier das wieder weg. Und hier gehe ich mit einer Entity Card hier. Hier haben wir sie. Ich könnte natürlich auch, wenn das jetzt unterschiedliche Farben darstellen soll, jetzt wie zum Beispiel bei der PV oder, dann könnte ich natürlich auch eine sogenannte Template-Karte machen und könnte mir das dementsprechend anlegen. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt hier halt keine Primärinformationen, nichts drin. Und dann bleibt es auch schön. Wenn es nämlich dann speichert. Standard-Layout. Vertical. Und hier noch Vertical. Genau, dann sind sie nämlich auch schön mittig. Und hier müsste man dann halt dementsprechend noch was mit einfügen, so wie man es haben möchte. Man kann hier jetzt auch zum Beispiel das Container füllen anmachen. Dann sind die alle schön gleich groß. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, legt euch jetzt erstmal eure Räume an. Also ich mache jetzt hier zum Beispiel in YAML bearbeiten. Stack und sag gut. Ich lege mir das an, wie ich das brauche. Das Ding heißt aber nicht Büro, sondern PV. PV. Speichern. Und kann mir jetzt hier vorne für den ersten, ah, den machen wir nochmal weg. Wir machen jetzt hier Solar Panel Large.
Die Icon-Farbe, die lassen wir jetzt erstmal nochmal weg. Und hier gehen wir Tippaktion navigieren zu PV. Speichern. Dann haben wir das und jetzt können wir unseren PV-Reiter dementsprechend anpassen. So, was habe ich in dem PV-Reiter drin? Da habe ich die Produktion und zwar habe ich das alles mit sogenannten kleinen Cards hinterlegt. Kopiere ich mir. Die packe ich euch noch dementsprechend aufs Gitbook. Hoppala. Und zwar ist es einfach eine manuelle Karte. Aber erstmal brauchen wir einen horizontalen Stapel, weil wir wollen ja zwei nebeneinander haben. So, ich bin dann da immer ganz. Na, das wollte man nicht. Scheduler Card wollte man nicht. Das geht natürlich wieder nicht. Also müssen wir nochmal löschen. Eine neue manuelle Karte hinzufügen. So, jetzt haben wir hier zweimal Produktion. Das eine ist PV-Anlage. Und dann haben wir noch die Einspeisung. PV-Einspeisung. Na? Genau. So, dann habe ich die hier schon nebeneinander. Und dann schauen wir mal, was hatten wir als nächstes. Genau, das sind so kleine Graphen, die man sich aus dem Energy Dashboard mit rausziehen kann. Die kann man dann einfach per manueller Karte einfügen und sagen speichern. Und dann ist die da. Und als letztes habe ich hier noch die Sonnenaufgangskarte. Auch noch mit rein. Und dann mehr habe ich da jetzt persönlich am Anfang gar nicht mit reingenommen. Genau. Das ist schlussendlich einfach Custom Sun Card. Wie gesagt, ich packe euch das alles nochmal, wie ich es habe. Direkt ins Gitbook mit rein, dann könnt ihr euch das mit anschauen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir würden auch uns mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht auch ein Abo, weil wir haben tatsächlich sehr viele Zuschauer, die noch keine Abonnenten sind und wenn ihr noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.